In dem folgenden Video zeige ich Ihnen den Verlauf der Parodontitis auf und wie sie den Diabetes beeinflussen kann. Mein Name ist Henny Deda. Ich bin Zahnärztin und war 25 Jahre in eigener Praxis tätig. Seit den 80er Jahren befasse ich mich mit dem Thema Diabetes. Damals war der Zusammenhang zwischen den beiden Erkrankungen noch nicht im Bewusstsein der Zahnärzteschaft verankert, wie es heute der Fall ist. Ich habe schon frühzeitig den Weg in eine ganzheitliche Richtung eingeschlagen und erkannt, dass es Zusammenhänge zwischen der Zahn- und Mundgesundheit zu den einzelnen Organen gibt. Die Wichtigkeit von guter Mundhygiene und die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen werden Sie nach dem Film besser erfassen können. Wie beeinflussen sich letztendlich der Diabetes und die chronische Zahnfleischentzündung gegenseitig? Bevor man eine Therapie einleitet, muss man erst einmal erkennen, dass es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen den beiden Erkrankungen gibt. In der breiten Bevölkerung ist dieses Wissen immer noch nicht bekannt. Einem Diabetiker muss ich den Diabetes nicht erklären. Was eine Parodontitis ist, wie sie entsteht und welchen Einfluss sie auf den Körper ausübt, sehr wohl. Die Parodontitis ist eine chronische Zahnfleischentzündung mit Knochenbeteiligung. Im Volksmund wird sie Parodontose genannt. Der Begriff ist jedoch veraltet. Die Parodontitis beruht auf einer Veränderung der Mundflora, welche wir auch Milieu nennen. Durch die Verarbeitung der Nahrung entsteht Zucker und es entwickelt sich ein saures Milieu in der Mundhöhle. Diese Veränderung ebnet den Weg für bestimmte Bakterienstämme, welche die Mundhöhle besiedeln. Bei mangelnder Mundhygiene entstehen so Entzündungen, zunächst am Zahnfleischrand und später auch im Knochengewebe. Sie sehen hier einen gesunden Zahn, umgeben von einem festen Zahnfleisch in einem gesunden Knochen. Wir nennen es Zahnbett oder auch Zahnhalteapparat. Der Zucker, welcher beim Kauen der Nahrung entsteht, wird von den Mikroorganismen zersetzt. Der dünne Nahrungsbrei haftet an den Zähnen. Wir sprechen hier von einem Biofilm oder auch Plaque. Der pH-Wert sinkt in den sauren Bereich. Die Bakterien lieben diesen sauren Nährboden und vermehren sich hervorragend darin. Im Speichel befinden sich Mineralien. Sie neutralisieren einerseits das saure Milieu und lagern sich andererseits im Biofilm ein. So entsteht der harte Zahnstein. Dieser ist mit der Zahnbürste nicht mehr zu entfernen, im Gegensatz zum weichen Biofilm. Der Körper reagiert mit einer Entzündungsreaktion darauf. Das Zahnfleisch schwillt an und blutet auf Berührung, zum Beispiel beim Zähneputzen. Das Bild einer Gingivitis zeigt sich, das ist eine reine Zahnfleischentzündung. Bei guter Zahnpflege ist der Vorgang reversibel. Findet weiterhin keine adäquate Mundhygiene statt, kommt es zur Vermehrung der Bakterienstämme und der pH-Wert sinkt weiter in den sauren Bereich ab. Nicht nur das Zahnfleisch wird weiter angegriffen, sondern auch die Entstehung von Karies wird begünstigt. Tatsache ist, dass Bakterien untereinander kommunizieren. Sie leisten sich infolgedessen gegenseitig Schützenhilfe und können sich in dem sauren Nährboden gut vermehren. Sie dringen tief in das Zahnfleisch und nun auch in das Knochengewebe ein. Eine sogenannte Taschenbildung findet statt und der Knochen wird weiter angegriffen. Vermehrter Mundgeruch ist das Ergebnis dieser Taschenbildung, was von der Umgebung als sehr unangenehm empfunden wird.
Leider werden die Personen nicht daraufhin angesprochen und sie selber merken es häufig nicht. Das Zahnfleisch blutet jetzt auch ohne Berührung. Ab diesem Zeitpunkt sprechen wir von einer akuten Parodontitis, welche unbehandelt in eine chronische Parodontitis übergeht. Durch die hohen Blutzuckerwerte, welche ein Zeichen für den Diabetes darstellen, werden die Blutgefäße angegriffen und so gelangen die Bakterien in die Blutbahn. Hier kommt nun der Bezug zur Bauchspeicheldrüse und zu anderen Organen. Viele Menschen erleiden unerwartet einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Wo ist der Bezug zur Bauchspeicheldrüse oder zum Mund zu sehen? Es sind die Nebendiagnosen, nämlich ein unentdeckter Diabetes und oder eine unentdeckte Parodontitis werden häufig diagnostiziert. Leidet jemand unter einem Diabetes und gesellt sich noch eine chronische Parodontitis hinzu, so ist die Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt um das 2,3-fache erhöht. Sind Diabetespatienten gleichzeitig auch Dialysepatienten, so ist die Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt um das 8,5-fache erhöht. Ich denke, die Zahlen sprechen für sich. Betrachten wir die Wechselwirkungen, so ist Folgendes festzustellen. Entzündungen im Mundraum verstärken die Insulinresistenz im Körper. Der HbA1c-Wert erhöht sich und eine unzureichende Blutzuckereinstellung ist die Folge. Auf der anderen Seite, leidet jemand unter einem Diabetes, so steigt das Risiko um den 3,5-fachen Wert an, an einer Parodontitis zu erkranken, besonders bei unzureichender Mundhygiene. Die Eiweiße, welche dafür verantwortlich sind, sind die sogenannten AGEs. Das sind glykämische Endprodukte oder anders gesagt, es sind umgebaute Proteine, welche die Hyperglykämie fördern. Das ist wissenschaftlich schon sehr lange belegt. Die Folgeerkrankungen finden an den Gefäßen, an den Nerven und oder im Gewebe statt. Die AGEs sind auch im Kieferknochen wissenschaftlich nachgewiesen worden. Sie unterstützen somit den Knochenabbau. Leider melden sich die Patienten erst viel zu spät in der Zahnarztpraxis, da Diabetiker meist keine Zahnschmerzen aufweisen. Angst vor dem Besuch in der Praxis verbessert die Situation leider nicht. Die Folgen des Knochenabbaus sind ein schneller Verlust meist mehrerer Zähne. Ohne Zähne gibt es keine Parodontitis. Ob man aber mit einer Prothese glücklicher wird, steht auf einem anderen Blatt. Auch im Mundbereich treten unangenehme Wundheilungsstörungen auf. So zählt der Zahnverlust ebenfalls zur Folgeerscheinung von Diabetes. Die Parodontitis ist keine Bagatellerkrankung. Auswirkungen vom Verlust mehrerer Zähne führen zu weiteren Spätfolgen an der Wirbelsäule. Gesund beginnt im Mund. Schauen wir uns nun die Gemeinsamkeiten an. So ist Folgendes festzustellen. Man kann Trockenheit in der Mundhöhle spüren und eine trockene Haut ist zu beobachten. Man beobachtet wiederkehrende Entzündungen sowohl am Zahnfleisch als auch an der Haut. Beides sind Volkskrankheiten. Es gibt auf beiden Seiten Wundheilungsstörungen. Die Wundheilungsstörungen ergeben sich aus einem geschwächten Immunsystem und Gefäßschäden. Pilzerkrankungen sind keine Seltenheit. Candida, welcher sich vorwiegend an der Zunge und an den eingerissenen Mundwinkeln als weißlicher Belag äußert. Schmerzen sind leider kaum vorhanden und Zahnfleischblutungen werden ignoriert.
Das ist der Grund, warum sich Diabetiker viel zu spät in der Zahnarztpraxis melden. Zahnextraktionen und Fußamputationen stehen infolgedessen auf der Tagesordnung. Zeigen sich aufgrund wiederholter Zahnentfernungen Wundheilungsstörungen an den offenen Wunden oder am Zahnfleisch, kann die Zahnarztpraxis die erste Anlaufstelle sein und einen beginnenden Diabetes diagnostizieren. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Hausärzten und Diabetologen ist gefordert. Der Einfluss von Prävention bekommt jetzt für Menschen mit Diabetes eine neue Bedeutung. Was gehört zur Vorbeugung? Erstens, mindestens zweimal im Jahr zur Routineuntersuchung in der Zahnarztpraxis vorstellig werden. Einmal im Jahr ist die reine Zahnsteinentfernung eine Kassenleistung. Zweitens, eine professionelle Zahnreinigung, auch PZR genannt, sollte je nach Schweregrad 1 bis 4 Mal im Jahr wiederholt werden. Die PZR wird von einem speziell geschulten Personal durchgeführt. Es ist eine Privatleistung und wird im Allgemeinen je nach Aufwand berechnet. Bitte sprechen Sie das im Vorfeld der Behandlung sowohl mit der Praxis als auch mit der Krankenkasse ab, ob eine eventuelle Kostenübernahme möglich ist. Eine kleine Randbemerkung sei mir erlaubt. Ein Diabetiker geht auch mehrmals im Jahr zur Fußpflege. Zur professionellen Zahnreinigung gehört neben der sorgfältigen Reinigung der Zähne und des Knochens auch eine professionelle, individuelle Aufklärung über die Verwendung und den Umgang mit Hilfsmitteln. Drittens, wenn das Kind schon einmal in den Brunnen gefallen ist, schließt sich eine systemische Parodontalbehandlung an. Das ist heutzutage ein minimalinvasiver chirurgischer Eingriff mit guten Heilungserfolgen. Diese muss von der Krankenkasse im Vorfeld genehmigt werden. Voraussetzung ist die Prophylaxe. Bitte übersehen Sie die Signale nicht. Jeder einzelne Zahn ist wichtig. Wissenschaftlich ist belegt, dass mit einer guten Mundhygiene der HbA1c-Wert um 0,5 Punkte und mehr gesenkt werden kann. Viele Experten sprechen einer guten Mundhygiene eine medikamentenähnliche Wirkung zu. Die Reduzierung von Medikamenten ist somit möglich. Natürlich gehört ein gesunder Lebensstil dazu. Es gibt neue Richtlinien von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung ausgearbeitet dazu. Sprechen Sie das Thema bei Ihrem nächsten Zahnarztbesuch an. Für fachliche Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt. Für Tipps und Unterstützung im Alltag mit Diabetes steht Ihnen die Selbsthilfe zur Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen beste Gesundheit.